grüße euch. Ich bin der Michael Beisteiner und ich lese euch heute vor aus einem Buch, Der Tomatenrebell. Das ist dieses hier. Erschienen ist es im Verlag Wortweit in Wien. Und es ist eine Geschichte über Ökologie und Freundschaft für Leser ab 6 Jahre. Und so wie jedes Kinderbuch empfehle ich es auch Erwachsenen zur Lektüre. Gewidmet habe ich es meinem liebevollen Bruder Günther. Und dann habe ich auch noch ein Zitat vorangestellt von Mahatma Gandhi. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Das war ein ganz toller Mensch. Ihr könnt ihn ja auch mal googeln, falls ihr noch nie von ihm gehört habt. Der wird euch, so wie mich, höchstwahrscheinlich faszinieren. Er sagte unter anderem, die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Und dann legen wir auch gleich los. Der Tomatenrebell. Seht ihr das auch? Dort vorne, hinter dem 1, 2, dem dritten Hügel, wo dieses Bündel Sonnenstrahlen hinzeigt, die spitzen Dächer über den roten, rundlichen Häuschen, ja, das ist das Dörfchen Paradul, in dem hausen die Paradullis. Hört ihr die vielen Vögel? Sie lieben diese grünen Wiesen. Zilpzalps zirpen hier und auch Gelbspötter, Schwalben und Braunellen, Zipammern, Zaunkönige und freche Wiesenpieper. Dort Zitronengirlitze und da jede Menge Waldbaumläufer, sogar Singdrosseln. Und dieser Duft von frischen Tomaten. Kein Wunder, wo doch all die Hügel übersät sind davon. Reihe an Reihe an Reihe. Kommt, wir spazieren mal nach Paradul. Bestimmt sind wir dort herzlich willkommen. Aha, hier arbeiten einige Paradulis. Wuschelköpfchen haben sie, mit roten Locken. Kleine und recht rundliche Freunde. Wankend schleppen sie randvolle Wasserkübel. Dürfen wir euch zusehen? Sie wispern einander etwas zu. Geht in Ordnung, sagen sie alle zusammen. Einer kichert und meint, Tomaten, hihi, ständig dürstet sie nach Wasser. Er steckt, wie alle anderen auch, in einem roten Arbeitsanzug mit kurzen Hosenbeinen. Schuhe tragen die Paradulis nie. Sie gehen am liebsten barfuß. Ihre runden Gesichter sind mit roten Pünktchen übersät. Die haben sie von ihren Vorfahren geerbt. Angefangen hat das alles mit Spritzern von Tomatensaft. Ihr müsst wissen, Paradulis feiern seit Urzeiten rauschende Tomatenfeste. Bei denen geht es immer lustig zu. Tagelang bewerfen sie einander mit frisch geernteten Tomaten. Dazu tanzen sie ohne Pause. So kam es nach und nach über etliche Jahrhunderte, dass die Tropfen in ihren Gesichtern nicht mehr verblassen wollten. Woher ich das alles weiß? Ich war schon einmal zu Besuch. Damals fand ich auch heraus, in diesen Hügeln hat die Tomate nicht nur ihren Ursprung, von hier stammt die allererste und zugleich allerbeste Tomate der Welt. Was für eine Entdeckung! Durch die kleinen Hände der Paradulis wuchs die erste Tomate überhaupt. Die roten Lockenköpfe nicken und gießen ihr Fell. Wir wandern weiter. Ein Stückchen noch. Gleich dort vorne ist der Eingang zum Dorf. Schon sehen wir den wuchernden Garten des wilden Paradulis. Über seinen alten Holzzaun baumeln stets besonders süße Tomaten. Wie jetzt gerade döst er gerne in der Sonne. Sein Arbeitsanzug ist meist etwas schmutziger als der seiner Kameraden. Das stört ihn nie. Es macht ihm ja auch nichts aus, dass sein schiefes Klavier im Freien steht, wo es oft im Regen ausgesetzt ist. Genauso wie seine alte Trompete, die oben drauf steht. Auf seinem Hals zeichnet sich ein großes, rundes Feuermal ab. Es heißt, weil in seinem Inneren ein Feuer lodert. Dort drüben haben wir die Tomatensaftbar. Da ist immer was los. Oh, Herr Tomatenforscher, lange nicht gesehen.
Heute bringst du eine ganze Gruppe von Forschern mit, ruft man uns freundlich zu. Willkommen! Ein paar Paradulis sitzen um einen runden Tisch und winken. Hallo, seid gegrüßt! Am Ende des Gässchens, zwischen den roten Häuschen, das ist die Tomatenschule. Die ganz kleinen Paradulis lernen dort alles über Tomaten. Spazieren wir ein bisschen bergauf. Schaut, da sind wir schon, am größten Platz im ganzen Dorf, wo auch die Versammlungen stattfinden. Die sind richtig wichtig für ihre Gemeinschaft. Jeder muss sagen können, was ihm am Herzen liegt. Paradulis wollen gemeinsam über ihre Aufgaben sprechen. Früher oder später hat dabei immer einer, stets ein anderer, eine tolle Idee. Natürlich lässt es sich bei solchen Treffen auch gemütlich über das Treiben im Dörfchen ratschen. Da sind sie ziemlich neugierig. Apropos neugierig, eigentlich müsste er hier irgendwo sein. Ah, dort sitzt er. Wie jeden Tag unter der ältesten und stärksten Tomatenstaude von Paradou. Ein alter Freund. Seine Locken sind schon etwas angegraut und seine fleißigen, faltigen Hände stützt er gern auf einen Stock. Seht, wie sauber sein Arbeitsanzug ist. Was meint ihr? Wollen wir dort im Schatten ein wenig rasten und ihn fragen, ob er uns eine Geschichte erzählen möchte? Erst jetzt scheint der alte Paradulli aus seiner Tagträumerei zu erwachen. Herr Tomatenforscher, was für eine Überraschung! Liebend gerne erzähle ich euch eine Geschichte, ruft er uns schon quer über den Platz zu sich. Es gibt ja Unerhörtes zu berichten, du ahnst gar nicht. Rasch holt er eine Brille aus seiner Tasche und klemmt sie sich auf die Nase. Lass mich erst deine Begleiter begrüßen. Wen hast du denn mitgebracht? Oh, aha, Kinder! Setzt euch ein Weilchen zu mir. Einfach im Kreis herum. Der Schatten ist doch groß genug für alle. Wisst ihr, wir Paradulis leben in unserem Dorf glücklich zusammen, fleißig und vergnügt. In letzter Zeit herrschten bei uns jedoch Zank und Unruhe. Eine Menge ist passiert, seit der Herr Tomatenforscher das letzte Mal fortgegangen war. Einige Tage später tauchte dieser Herr auf. An einem sonnigen Tag, so wie heute. Die Kleinen liefen herum und spielten. Die Esser saßen und aßen. Ich schlummerte im Schatten der uralten Tomatenstaude. Mit einem Wort, alles war fabelhaft. Auf einmal stand er da, auf einer klapprigen Holzkiste und preiste sein, wie er es nannte, Zaubermittel an. Niemand hatte ihn dazu eingeladen. Noch hatte der Herr sich jemals angekündigt. Wie hieß er? Biesel Bissi. Mit seinem kurzen Hals, den breiten Schultern und den dünnen Beinchen sah er fast aus wie ein Kegel, einer, der verkehrt herum auf seinem Spitz stand. »Mein Unkraut nix, zaubert alles Unkraut futsch, fix«, rief er mehrere Male in jede einzelne Himmelsrichtung. Er wirkte groß in seinem grünen Frack. Über seinem Gesicht, in dem ständig ein breites Grinsen war, ragte ein roter Spitzhut in die Höhe. In seinen Schuhen konnten wir uns spiegeln, so sehr glänzten die. Sämtliche Paradulis kamen von ihren Feldern und aus allen Gässchen zusammengelaufen. »Darf ich mich vorstellen?«, fragte der Herr. »Biesel, Biesel Bissi, hoher Oberoberst-Etagen-Chefvertreter der reputativen Firma Turbo Tomat. Freundlich unterstellt der Ramponat GmbH. Er hopste von seiner Kiste, um eine knallrote Flasche herauszuholen. Auf ihrem Etikett war eine grinsende Tomate abgebildet. Die Flasche schüttelnd meinte er, verehrte Paradulis, bedenkt einmal, wie viel Zeit vergeudet ihr tagtäglich mit sinnlosem Unkrautzupfen? Gespannt blickte er in die Menge. Er schien in den Gesichtern zu lesen. Am Rande des Platzes, gegen eine Hausmauer gelehnt, horchte auch der wilde Paradulli dem Vortrag zu. Tag für Tag, etliche Stunden, allein für das lästige Unkrautzupfen, betonte der Herr.
Doch schon morgen könnte das Geschichte sein. Ja, Unkraut nix, zaubert alles Unkraut futsch, fix. Und alle aufgehorcht, nicht nur das, es wäre kein Zaubermittel, könnte es nicht weit mehr. Verwendet Unkraut nix, fix. Und mein Versprechen lautet, wo heute nur ein kümmerliches Tomatchen sprießt, da sprießen Jung, Dumm, Deil, jawohl, in Bälde 3. Ein Raunen ging durch die Versammlung. Sogleich wandte der Bissel Bissi sich den vordersten Reihen zu. Und das Beste ist, meinte er, ich kann euch kostenlos so viel Unkraut nichts zur Verfügung stellen, wie ihr nur wollt. Vorsichtig erkundigte sich ein Paraduli aus der Menge. Ihr Zaubermittel ist umsonst für uns? Aber, Herr Bissel Bissi, was haben Sie denn davon, es uns zu schenken? Der Herr grinste. Wie der Blitz wandte er sich dem Neugierigen zu. Eine sehr gute Frage, rief er laut. Sobald ihr eure reiche Ernte gepflückt habt, bezahlt ihr mich mit einem Teil eurer über- und drüberschüssigen Tomaten. Die Holzkiste knarzte unter ihm. Schon fuhr er fort. Rechnet das aus! Keine lässige Arbeit mehr mit dem Unkraut und als Lohn dafür dreimal mehr Tomaten. Spross für Spross mehr. Mit offenen Mündern standen die Paradulis da. Obendrauf, als Draufgabe auf die Draufgabe, tönte der Herr weiter, mache ich euch noch ein weiteres Versprechen. Sollte sich all das, was ich euch heute versichere, nicht als die reine Wahrheit herausstellen, so braucht ihr mir kein einziges Unkraut nichts zu bezahlen. Mit einem Satz war er von seiner Kiste gesprungen, um in bebendem Ton zu fragen, was meint ihr? Ihr könnt nur gewinnen bei dieser Sache. Alles machte große Augen. Herr Bissi, wenn wir von etwas reichlich haben, dann von Tomaten, rief ein Paraduli aus der Menge. Wozu sollten wir noch mehr davon ernten? Ob wir mehr Tomaten ernten oder nicht, ist doch egal, sagte ein anderer. Uns bliebe das Unkrautzupfen erspart. Das allein ist ein Gewinn für uns. Wenn ich mir das recht überlege, ist das ein verlockendes Angebot. Auch wenn es fürs Erste ungewöhnlich scheint, man sollte sich dem nicht verschließen, hörte man aus den mittleren Reihen. Ja, rief einer, mehr Tomaten bei weniger Arbeit. In meinen Ohren klingt das nach einem guten Plan. Ein weiterer warf ein, der Herr Bissi behält die neuen Tomaten für sich, uns bleibt nur das Unkrautzupfen erspart. Das finde ich nicht sehr gerecht. Nicht alle, schaltete sich ein Paraduli ein. Ihr müsst zuhören. Er sagte, er nimmt nur einen Teil der neuen Tomaten für sich. Sein Nachbar unterstützte ihn. Und selbst wenn er alle Tomaten möchte, uns bleibt die Schufterei mit dem vielen Unkraut erspart. Ich kann an der Abmachung keinen Nachteil erkennen. So oder so oder so nicht. Ich auch nicht, meinte ein Nächster entschlossen. Und ihm folgte ein weiterer. Und noch einer. Diesem dann noch einer. Und plötzlich einer nach dem anderen. Ich auch nicht. Ich auch nicht, hieß es von allen Seiten. Und ich auch nicht. Zu diesem Chor konnte der Bissel Bissi nur freudig nicken und grinsen. Schon trat ein Paraduli hervor, um der Versammlung vorzuschlagen, ich bitte um Ruhe, lasst uns abstimmen. Nun, uns läuft die Zeit davon, das Video darf nicht länger dauern. Wenn ihr das Buch lesen wollt, beziehungsweise wenn ihr wissen wollt, wie es in der Geschichte weitergeht, dann empfehle ich euch, das Buch zu lesen. Danke fürs Zuhören. Ciao.